Liebe Freunde, mein Name ist Ivan, herzliches Willkommen zu einem neuen Wi-Fi Battle. Wir spielen heute gegen Sanderino und wir sind schon in der Teamauswahl. Ich hatte nämlich vorher mit dem Sanderino schon einmal gekämpft, hatte auch schon versucht aufzunehmen, aber leider haben die Nintendo-Server uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen hier einmal den neuen oder den neuen Versuch. Ich weiß noch nicht, ob wir den gleichen Lied nehmen wollten. Nee, hat er mir nicht geschrieben. Das heißt, ich leade einfach mal so wie vorher. Ich habe vorhin mit Mammutel geleadet, Freunde. Das mache ich jetzt natürlich auch, um hier safe zu sein, weil nicht, dass es nachher heißt, lol, warum hast du nicht den gleichen Lead genommen? Junge, was bist du denn für einer? Du bist ein richtiges Opfer. Und deswegen denke ich mir so, jo, nehme ich den gleichen Lead. Freunde, ihr müsst sehr lange warten. Bis mal wieder ein Wi-Fi-Battle kommt, aber das Problem war einfach, ich habe es viel auf Twitch ausgelegt und habe da Battle-Streams gemacht, weil es sehr gut bei euch ankam. Ich halt viele Sachen machen konnte in dem Moment. Das hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich viele abarbeiten konnte und nicht mal nur ein Battle pro Woche oder so zeigen konnte. Und ja, deswegen finde ich es eigentlich sehr, sehr nice, dass ich das auf Twitch ausgelegt habe. Wir gehen hier direkt für einen Abschlag. Er weiß diesmal nämlich nicht, dass wir einen Abschlag haben. Er hat hier den Sash auf Turbos. Das ist gut zu wissen. Er geht hier auf Verhöhner. Kann er gerne machen. Ich bleib diesmal safe. Ich wusste diesmal, dass er A wieder Verhöhner machen wird, weil er natürlich predikten wird, dass wir die Tarnsteine drin haben. Aber die haben wir gar nicht im Set. Ich weiß nämlich noch gar nicht, dass wir hier ein Scarf-Mammut-Tier spielen. Ich spiele das liebend gerne. Einige von euch sagen ja, lol, was ist das für ein Set? Ja, ich mag das sehr, sehr gerne spielen. Bin ein großer Freund von diesem Set, muss ich sagen. So ein Scarf-Mammut-Tier haut schon extrem gut rein. So, wir gehen hier auf einen weiteren Abschlag. Ich nehme jetzt von Greninja das Item... Gar kein... Oh, Z-Kristall. Z-Kristall, wir merken uns das von einer. Greninja hat den Z-Kristall drauf. Problem ist jetzt, Greninja wird jetzt wahrscheinlich irgendeine Attacke machen. Vielleicht eine Wasserattacke. Wir wechseln raus. Gehen hier jetzt auf unser... Ich liebe sie. Ich liebe diesen Namen einfach. Der ist so gut. Er ist so gut, der Name. Und ja, Freunde, deswegen gab es lange Zeit keine richtigen Wi-Fi-Battles auf den Kanal. Die kommen jetzt aber wieder öfters. Ich habe mich da ein bisschen, oh lol, wir kriegen, oh lol, oh lol. Ich liebe sie, wieso machen sie das? Lol. Ja, also die Battles kommen jetzt auf jeden Fall wieder öfters auf den Kanal. Ich versuche 2 Stück pro Woche irgendwie zu machen. Wäre auf jeden Fall nice, wenn es klappen sollte. Ich bin mir da aber noch nicht ganz sicher, ob ich das schaffe wirklich mit den 2 Stück, weil das ist schon echt hart und knackig, weil ich möchte nicht gerne einfach so ein unkommentiertes Wi-Fi-Battle hochladen oder einfach so ein 0815-Battle, wo ich nichts bearbeite, wo ihr keinen Rahmen habt oder so. Deswegen, ich möchte mich da gerne ein bisschen mehr mit befassen und auch ein bisschen mehr investieren in die Battles, weil ich finde, Wi-Fi-Battles haben auf jeden Fall verdient, da dass sie auf jeden Fall, ja, ich sag mal, qualitativ ein bisschen besser sind. Nein, ich mache jetzt nicht dieses mit den externen Programmen, dass ich hier alles in dieser 3G-Optik mache. Das finde ich nicht so toll. Gefällt mir gar nicht so sehr. Deswegen lasse ich das auch. Aber ich möchte halt gucken, dass es halt auch schön optisch aussieht und nicht hier, dass ich da einfach so ein Wi-Fi-Battle, so wie jetzt auch, einfach Max-Screen hochladen und denke so, ja, YOLO, und pack meine Facecam rein und denke so, ja, voll spannendes Battle, Freunde, ja, so muss das, oh ja, oh ja. Nee, das möchte ich nicht und ich muss hier, um ganz ehrlich sein, mein, ich liebe sie sterben lassen. Ich liebe sie. Wir haben sie geliebt. Aber es tut uns leid. Er geht hier auf den Eisbeam. Wir bleiben drin. Lol, hat er bewegt, dass wir rausgehen? Alles klar, bitte tank das. Ich liebe sie, tanke das. Bitte. 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 Oh, schade. Schade. Schade, ich liebe sie. Schade. Schade, ich liebe sie. Okay, nice. Wir wechseln jetzt in unseren Fred wieder rein. Da ich mit Fred eigentlich relativ safe auf dem Erdbeben gehen kann, was ich jetzt auch machen werde. Wenn er in Turbos wechselt, okay, dann muss ich halt wieder raus. Aber, ja, das wäre halt nicht so cool. Aber ich muss auf Erdbeben drücken. Aus dem einfachen Grunde, ich muss so safe sein. Ich muss dieses Koyotsu rauskriegen, weil mir das echt große Probleme bereitet. So, wir haben jetzt Koyotsu raus und Fred hat damit seinen nächsten Kill geholt. Meine Damen und Herren, die Begeisterung ist ganz außer sich, die Menge tobt. Fred ist wieder back to the business. Make great again, meine Freunde. Nice. Er geht hier in Turbos, er weiß, dass ich jetzt gelockt bin in Erdbeben. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich habe meinen Spinner weg, weil ich hatte hier extra die Dings draufgepackt.
auflockern, damit ich hier was wechseln kann. Ist mir aber auch egal. Ich gehe nämlich jetzt in mein Bundlebee rein, in mein Dagibee. Und das ist gar nicht schlimm, weil er kann ja in die Talstelle rausbringen. Ich habe hier den Fokus gut drauf. Ich kann jetzt eigentlich drinnen bleiben. Und das mache ich auch. Aber vorher werde ich mich noch einmal ein bisschen setupen. Weil er jetzt bestimmt denkt, yo, ich nehme ihn raus oder so. Gehe ich auf den Falterreigen. Er geht auf eine Explosion. Alles klar. Kann er gerne machen. Und wieso nicht? YOLO. Geht er zum Schluss halt auf die Explosion. Ich habe halt jetzt den Vorteil, dass ich hier den Sash habe. Ich kann jetzt meinen Falterreigen rausdrücken. Bin damit dann plus 1 und kann zumindest in seinem Team noch einigermaßen oder einiges guten Damage zufügen. Ich weiß jetzt nicht, was er reinbringen wird. Ich denke mal, sein Ramot wird kommen. Weil gegen Ramot stehe ich eigentlich nicht so gut da, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also stehe ich echt gar nicht gut da mit dem Ding. Der Vorteil ist halt einfach, ich habe Mammutel mit Scarf und kann damit Ramot immer noch einigermaßen gut handeln. Und ich habe auch noch mein Petri, mein Mega Aerodactyl, was ja auch richtig gut Damage zufügen kann. Er geht in Kaguya. Oh lol, das ist von Naruto, wenn ich jetzt richtig gehe. Wenn ich richtig gehe, sag mal im Jahr bitte. Sag im Jahr. Ich werde hier jetzt einfach mal Stage für die Mondgewalt gehen, weil ich normal treffe, ist bei mir Step. Und ich denke mal, das müsste eigentlich guten Damage zufügen. Ich denke mal, so die Hälfte sollte es wohl machen auf Volona. Auch das ist irgendwie so ein Assault-West-Ding. Aber es macht wirklich die Hälfte, wie ich gesagt habe. Wir kriegen den Spezialangriffswap auf jeden Fall. Sorry dafür. Wir kriegen den Psyshock ab. Der hätte uns sowieso gekillt, beziehungsweise wir wären sonst in der nächsten Runde am Hagel gestorben. Also von daher gar nicht schlimm. Und er hat jetzt sein Turbots raus. Er hat sein Dings raus. Ich kann jetzt im Mammutel gehen. Da Mammutel hier jetzt sich in Erdbeben locken kann und ich alles in seinem Team sehr gut treffen kann, natürlich bis auf Shaymin. Shaymin wird dann das Erdbeben einigermaßen noch gut tanken. Und der Rest würde ich eigentlich relativ gut treffen. Ampharos treffe ich sehr gut, Volona treffe ich jetzt sehr gut, Ramot kann ich einigermaßen gut treffen. Und deswegen gehe ich jetzt mit Fred hier in, wie gesagt, in Erdbeben oder lock mich in Erdbeben. Wie gesagt, Shaymin werde ich da nicht so gut treffen. Ich könnte das jetzt natürlich bedecken, gehe auf dem Eisabfrage, aber ich bin ganz ehrlich, das wäre richtig, richtig dumm. Weil wenn er den Switch macht und ich gehe nicht auf dem Eisabfrage, oder beziehungsweise wenn er den Switch macht und ich gehe hier wirklich auf dem Eisabfrage oder er bleibt drinnen, dann wäre das nicht so cool. Ich hoffe, ich weiß, wie das meint. Das ist auch falsch gesagt. Also ganz einfach, wenn er nicht den Switch gemacht hätte und ich wäre auf dem Eisabfrage gegangen, hätte er den Hit wahrscheinlich überlebt und hätte meinem Mammutel nochmal sehr guten Damage zugefügt und ich hätte halt nicht so oft raus und rein wechseln können. Und deswegen ist es halt für mich nicht so optimal. Ich gehe jetzt in meinen Tortonator rein. Ich werde wahrscheinlich jetzt einmal die Schocksamen fressen. Ist alles völlig okay. Kriege natürlich auch die Tarnsteine ab. Ist auch völlig okay. Vielleicht kriege ich auch den Luftschnitt ab. Das könnte jetzt auch gut, gut sein. Wir kriegen die Schocksamen aber ab. Perfekt. Und ich weiß, dass ich schneller bin. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich kriege nämlich den Spezialverteidigungswap. Sing stark, alles klar. Ich weiß nicht, ob wir den nächsten nicht überleben werden. Er kriegt hier natürlich noch ein bisschen Hagel-Damage. Er hat Life-Op-Damage. Und Tortonator sollte diesen Hit eigentlich nochmal gut tanken. Wir gehen jetzt mal... Ich weiß nicht, wechselt er jetzt wohl in Ramot raus? Wechselt er jetzt in Ramot raus? Alles klar, wechselt er in Ramot raus oder nicht? Das ist jetzt echt die Frage, Freunde. Ich kann auf den Flammenwurf gehen. Ich glaube nicht, dass er in Ramot rauswechselt. Er könnte aber in Ampharos rauswechseln. Ich geh mal safe für den Flammenwurf. Auch wenn er in Ramot geht, mache ich einigermaßen guter Mensch. Okay, er geht auf Luftschnitt und er sollte mich killen, auf jeden Fall. Jo. Perfekt. Er killt mich auf jeden Fall. Gut. Wir kriegen hier wieder ein bisschen, oder kriegt immer ein bisschen mehr Life-Hop-Damage. Alles gut, alles easy. Können wir mit leben. Ich bringe ihn halt jetzt immer so ein bisschen mehr in diese Range, dass er nicht mehr viel machen kann. Ich gehe nämlich jetzt in mein Mammutel wieder, in mein Fred rein. Er wird hier nämlich jetzt den Kill abholen. Und ich gehe dann jetzt mal auf einen Eisabfagel. Oder gehe ich auf was anderes? Nö, ich gehe auf einen Eisabfagel. Wenn er in Ampharos geht, okay. Wenn er in Ramot geht, okay. Und er geht raus, geht wahrscheinlich sehr stark in Ramot. Das ist ein japanischer Name, Ramot. Safe Ramot, ja, nice. Das sollte rein theoretisch so ein Drittel an Damage machen. So ein Drittel, please Mammutel, sag mal, was du hast an Damage. Und es macht die Hälfte, alles klar. Das One-Hit sogar fast, alles klar. Es hört auf zu hageln, sehr schade. Er spielt hier die Überreste drauf.
Und ich weiß, dass mich ein Feuerreigen nicht killen kann in dieser Range. Deswegen gehe ich weiter auf den Eisabfagel. Ich weiß, dass mich das nicht killt. Und müsste damit auch nochmal guten Damage. Das Problem ist, wenn er jetzt einen Giga-Drain hat, bin ich richtig hart am Arsch. Also so richtig hart. Wenn er den nicht haben sollte und er geht wirklich auf den Feuerreigen, dann ist erstmal GD. Er setzt die Psychokinese an, die tanken wir. Safe, die tanken wir. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass wir wirklich nochmal rauswechseln. Aber ich denke so, warum soll ich rauswechseln, da wir hier super gut dastehen mit Mountain. Ich kann hier safe auf meinen Eisabfall gehen. Das Einzige, was ich halt nicht one-hitten kann, ist hier das Ampharos. Und ich misse. Alles klar, ich misse. Leckt mich am Arsch, ich misse. Holy shit, ich misse. Wo ist da die Gerechtigkeit gerade? Lol. Nee, Mann. Okay, die Eisabfrage, wie viel ist das? 10% oder so ein Scheiß? Das kann doch nicht sein. Ich habe schon wieder mal gemisst im Match, wo das voll wichtig war. Alles klar. Warum? Warum? Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das jetzt gerade verdient, dass ich wieder misse? Alles klar. Alles klar, Mann. Jetzt bin ich total raus. Aber trotzdem, es hat jetzt nicht so viel gemacht, weil ich jetzt mit Petri den Kill hole. Aber ich hätte mit Mammut hier drin bleiben können. Hätte auf dem Eisabfrage weitergehen können. Hätte Shamin hart getroffen. Hätte Dings hart getroffen. Ich wäre einfach so safe gewesen. Lol. Und dann so war es niemand. Und jetzt geht ein Ampharos. No way. Das Ding kann ich eh nicht one-hitten. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie Damage so viel. Deswegen gehe ich in meinen Steinbuddha rein. Und hoffe, dass ich da irgendwie mit einem Erdbeben ein bisschen Damage drauf kriege. Er hat vielleicht einen Donnerblitz drauf. Kann er gerne machen. Eine Lichtkanone kann er drauf haben. Kann er auch gerne machen. Aber trotzdem, lol, Mann. Nö. Er hat einen Vogelstoß drauf. Okay, der Mist. Okay, alles. Alles easy. Jetzt sind wir ausgeglichen. Aber okay. Das ist gerecht. Das ist jetzt gerecht. Wir haben einmal den Eisabfall-Miss und einmal den Fokusstoß-Miss. Okay? Den tanke ich, weil einen Hit tanke ich auf jeden Fall. Krieg mein Erdbeben raus. Nice. Und damit habe ich Ampharos zumindest solo gehauen, dass ich hier safe auf dem, ich weiß nicht, gehe ich jetzt auf dem Eiszahn. Ist Step. Beziehungsweise nicht Step, aber ist Fähigkeiten-Boost. Oder gehe ich hier auf die Steinkante. Ist Step. Das ist jetzt die Frage. Was machen wir? Das Problem ist jetzt, wenn er nochmal missen sollte, dann tut es mir richtig, richtig leid. Ganz ehrlich. Dann, sorry dafür. Sandrino, sorry dafür. Wenn du jetzt nochmal mit dem Fokusstoß misst, ist es echt traurig. Aber er geht auf Donnerblitz, bleibt safe. Das reicht auch auf jeden Fall aus, um mich hier zu killen. Und jetzt stehe ich nur noch mit Petri da und ich sollte mit Petri eigentlich zum Schluss hier nochmal durchgehen können. Das Problem ist jetzt diese Cover, die er kriegt. Ob die mich jetzt killt oder nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, auf was sie gehen soll. Ich könnte jetzt wirklich auf den Eiszahn gehen. Oder ich gehe auf die Steinkante. Das Problem ist, ihr wisst, Freunde, die Steinkante kann missen. Wenn die misst, auf jeden Fall bin ich... Ja, hab ich so safe verloren. Also, safer als safe. Das kann ich ja nicht sagen. Wenn sie aber trifft, dann müsste einfach was raus sein. Okay, ich gehe auf die Steinkante. Sie trifft nicht. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, ne? Alles klar, ey. Man denkt sich so, yo, den Kampf kannst du gewinnen. In Kies gepupst, Freunde. Nee, Mann. Alles klar, ey. GG. Schade um die Mist, Freunde. Ich muss ihn da eben schreiben. Oh lol, ey. Zweimal den Mist bekommen, wo eigentlich es richtig, richtig, richtig witzig war oder richtig wichtig war. Oh Mann, ey. Alles klar, ey. Ihr leckt mich am Arsch. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da. Schreibt auch vielleicht in den Kommentaren, schreibt mir mal, wie ihr das fandet, ob ich es verdient habe mit dem Mist oder ob ich es nicht verdient habe. Wenn ihr auch mal gegen mich betteln wollt, schaut auf Discord vorbei oder auf Twitter. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, sage ich. Ciao.